Gesundheitsminister, und es beginnt unser Herr Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Bitte sehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Wir haben heute im Ministerrat intensiv natürlich über die aktuelle Covid-Situation, über die Lage in Österreich kurz nach Öffnung, nach dem harten Lockdown diskutiert. Derzeit können wir, denke ich, insgesamt, wenn wir die Zahlen analysieren, sagen, ja, der Lockdown hat grundsätzlich gut gewirkt. Wir haben deutliche Verbesserungen, aber es wird eine sehr schwierige Phase in den nächsten 4 Wochen. Aus meiner persönlichen Sicht werden das wahrscheinlich die wichtigsten 4 Wochen überhaupt. Warum? Weil es eine sehr riskante Phase ist mit Einkaufstagen, mit Feiertagen. Da müssen wir ganz besonders Acht geben. Wo stehen wir heute? Wir sind heute bei 2.932 Neuinfektionen. Ich zeige Ihnen die Entwicklung. Das heißt, es geht weiter bergab. Wir hatten heute gleichzeitig 3.501 Neugenesenen, das heißt über 500 mehr Neugenesene als Neuinfizierte. Das ist grundsätzlich ein guter Trend. Sie sehen, wir sind hier ganz nach oben gegangen im Lauf des November während des harten Lockdowns, und seit etlicher Zeit geht es jetzt deutlich nach unten. Das ist die grundsätzlich richtige Entwicklung, die uns zeigt, ja, der Lockdown wirkt. Sie können das auch, finde ich recht schön, auch noch auf einer zweiten Grafik betrachten. Das sind jeweils die Werte im Wochenvergleich, Wochentag für Wochentag. Und wir sehen hier, dass im Lauf der letzten Wochen pro Woche ein Rückgang von im Schnitt rund 1.000 Neuinfektionsfällen pro Tag gegeben ist. Da ganz unten haben Sie die Werte, die bisherigen dieser Woche. Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen des harten Lockdowns in etwa noch 10 Tage anhalten werden. Das heißt, wir erwarten uns, dass es noch eine spürbare Absenkung gibt. Aber bitte immer Vorsicht, in der Statistik haben wir die Abbildung einer Entwicklung, die vor 10 bis 14 Tagen Realität gewesen ist. Das heißt, Neuinfektionsfälle, die jetzt passieren, die werden sich etwa erst in 2 Wochen circa in der Statistik abbilden. Und von daher Vorsicht, das ist nur jetzt der Nachfolgeeffekt, den wir vorerst einmal haben, durch den Lockdown in Richtung Absenkung. Das heißt, ich erwarte mir, dass wir unter die 2000 noch in der kommenden Woche kommen. Aber dennoch denken Sie mit mir daran, wenn wir vor einem halben Jahr 2000 Fälle gehabt hätten, was wir dazu gesagt hätten, es ist einfach extrem zu hoch. Es ist viel zu hoch und die Richtung stimmt, aber wir sind weitaus nicht dort, wo wir hin müssen. Die aktuellen Fälle sind durch diese größere Zahl an Neugenesenen als an Neuinfektionen deutlich gesunken in den letzten Wochen. Wir waren am 14.11. Mitte November beim bisherigen Höhepunkt in Österreich bei 77.000 Fällen, 77.130 aktuelle Fälle. Heute sind wir bei 41.000, das heißt, es ist deutlich runtergegangen, 41.131. Das ist, wie gesagt, der richtige Trend. Vielleicht auch noch betrachtet im internationalen Vergleich. Die dickere rote Linie ist die österreichische Entwicklung, und Sie sehen im Vergleich dazu unsere Nachbarstaaten, Italien, Deutschland, den Durchschnittswert der Europäischen Union. Österreich hatte da einen Peak, genau zu dem Zeitpunkt, als wir den harten Lockdown fixiert haben. Und seither geht es beständig nach unten durch die Auswirkungen des harten Lockdowns. Das heißt, der hat sich absolut niedergeschlagen auf eine sehr gute und positive Art und Weise. Zweites Ziel, das wir beim harten Lockdown haben, war ja, den sogenannten Reproduktionsfaktor, den effektiven Reproduktionsfaktor abzusenken. Und auch da eine sehr einfache Grafik. Wir waren am Beginn des Teil-Lockdowns bei einem Reproduktionsfaktor von 1,44. Das war sehr, sehr hoch, weil ein einzelner Infizierter steckt dann 1,44 andere an. Das heißt, ich bin in einem massiven Wachstum drinnen von der Grunddynamik. Das heißt, es war ein absolut richtiger Zeitpunkt, genau da einzugreifen, weil diese Entwicklung
dann immer dramatischer geworden wäre, wenn ich diesen Reproduktionsfaktor nicht einfange. Wir sind dann bereits am Beginn des harten Lockdowns bei 1,13 herunter gewesen und sind mittlerweile auf 0,84. Auch da das Ziel, es noch weiter zu drücken, unter 0,8 zu kommen, wäre ein Traumziel, denn dann hätte ich eine Dynamik in Richtung Verringerung. Das ist der nachhaltige Wert sozusagen, der die Entwicklung der nächsten Wochen sehr, sehr deutlich bestimmt. Das dazu. Der Trend in den vergangenen 7 Tagen ist so, dass wir bei den aktiven Fällen ein Minus von 21% hatten. Es ist so, dass wir bei den Hospitalisierungszahlen, und da sehen Sie jetzt diese Zeitverzögerung, zuerst sinken die Neuinfektionen und im Regelfall 2 Wochen später die Hospitalisierungszahlen, im Regelfall dann noch einmal eine Woche später sinken die ICU-Zahlen, also die Zahlen des Belags in den Intensivstationen, und im Regelfall dann noch einmal mit einer Zeitverzögerung, und das ist meine ganz große Hoffnung, die Todesfälle, die wir drücken müssen, weil sie viel, viel zu hoch sind. Hospitalisierungszahlen in den letzten 7 Tagen minus 9%, das heißt, wir sind mit einer deutlichen schwächeren Verringerung da, und bei den Intensivstationsbetten ebenfalls ein Minus von 9%. 7-Tages-Inzident, das ist für uns auch immer sehr, sehr wichtig. Beim Start des harten Lockdowns waren wir bei 522, ein sehr, sehr hoher Wert. Heute sind wir bei 237. Und wenn Sie das mit mir vielleicht vergleichen mit unseren Nachbarstaaten, damit man es einordnen kann, was bedeuten denn diese 233? Wir sind in Italien heute bei 238, also fast analog. Deutschland 157, deutlich stärker, deutlich besser nach wie vor. Die Niederlande exakt derselbe Wert wie wir. Tschechien ist bei 261, also nach diesen sehr guten Reduktionen nach dem sehr harten und langen Lockdown in Tschechien nun auch wieder teilweise ganz leichte Ansätze zu Zuwächsen. Ungarn bei 366, ein sehr starker, hoher Wert. Die Schweiz bei 312, auch deutlich über unserem Wert. Kroatien bei 578, Slowenien bei 503. Das heißt, Sie sehen, Europa ist nach wie vor mitten in dieser Krise drinnen. Die Pandemie gibt nicht nach. Wir haben derzeit weltweit, muss man sich vorstellen, Frühling habe ich Ihnen erzählt, wir haben weltweit pro Tag so 200.000, 250.000 zusätzliche Fälle. Derzeit sind wir bei 500.000 zusätzlichen Fällen weltweit. Das heißt, von einer Entspannung leider keine Rede. Aber zurück nach Österreich. Das, was mir am meisten Sorgen bereitet, ist einerseits die Situation in den intensivmedizinischen Betreuungsbereichen. Da hatten wir einen Spitzenwert im November von 709 belegten Betten. Heute sind wir bei 610. Ja, das ist ein Rückgang. Wir sind damit deutlich unter dem geblieben, wo ich mit den Fachexperten gemeint habe, das ist die absolute maximale Grenze, 800, 850 Betten. Sie erinnern sich, die haben wir Gott sei Dank bisher nicht erreicht. Aber dennoch, es ist eine ganz akute Stresssituation in den intensivmedizinischen Abteilungen, die wir so nicht lange aushalten. Und deswegen müssen wir darunter mit der Anzahl. Und das geht nur mit weniger Zugang und das geht nur mit weniger Neuinfektionen. Auch die Zahl der Todesfälle in Österreich weiterhin hoch. Wir haben heute von gestern auf heute ein Plus von 54. Damit sind wir zwar unter den 100, die wir leider in den letzten 1-2 Wochen immer zu verzeichnen hatten, aber dennoch 4.056 Todesfälle in Summe. Das ist einfach so viel, wie man es einfach nicht akzeptieren kann. Deswegen wird es sehr, sehr notwendig sein, in dieser schwierigen Phase der nächsten 4 Wochen sehr bewusst, sehr kontrolliert, sehr vorsichtig vorzugehen. Das wollen wir auch machen. Wir sind in einem sehr intensiven Austausch
mit anderen Ländern, mit den Gesundheitsministern. Ich habe gestern eine ganze Palette am Abend von Telefonaten gehabt, weil alle vor derselben Herausforderung stehen. Wie vereint man relativ hohe Zahlen mit den beginnenden Risikofaktoren, die da sind? Entschuldigen Sie, dass ich Feiertage als Risikofaktor bezeichne, aber in Sachen des Virus ist es so, dass das natürlich eine Situation ist, die es sehr, sehr erschwert. Das heißt, wir denken und überlegen hier eine ganze Reihe von Kontrollmöglichkeiten. Für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht immer erst 2 Wochen, nachdem eine Infektion passiert ist, diese Infektion sozusagen in der Statistik sehen. Und deswegen sind die Massentestungen im Augenblick ein sehr, sehr guter zeitnaher Indikator, bei dem wir sehen, wie hoch sind die Zahlen, haben wir Zuwächse, kommt es weiter zu Absenkungen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf den nächsten Durchgang am kommenden Wochenende in mehreren Bundesländern. Bisher hatten wir ja Zahlen, die vergleichsweise sehr geringe Positivraten als Ergebnis gezeitigt haben. Wir sind ja mittlerweile bei diesen Massentestungen, Karl Nehammer wird dann sicherlich über den Bereich der Polizei präziser berichten, bei rund 566.000 durchgeführten Tests, das ist gewaltig eigentlich, und wir haben gut 2.000 Neuinfizierte dabei festgestellt. Das sind also Menschen, und darum geht es ja prioritär bei diesen Testungen, die nicht wissen, dass sie infiziert sind, weil sie keine Symptome haben, weil sonst würden sie bei unserer Hotline anrufen und sich entsprechend testen lassen. Da, bei diesen Massentestungen, gehen wir ja sozusagen in erster Linie auch auf diese Menschen zu, die keine Symptome haben, die präsymptomatisch oder asymptomatisch sind. Und 2000 Menschen jetzt bereits aus diesem Infektionszyklus herausgeholt zu haben, das ist ein absoluter Erfolg. Für mich ist das viel wichtiger wie die konkrete Prozentrate, die auch wichtig ist. Aber das Entscheidende ist die Zahl der Personen, die wir aus diesem Infektionszyklus herausholen. Denn die merken es nicht, dass sie infiziert sind, weil sie eben keine Symptome haben. Und die können dann tatsächlich ein Thema darstellen. Wo es sicherlich noch eine deutliche Optimierungsnotwendigkeit gibt, ist die Zahl der Menschen, die bei Testungen mitmachen. Wir haben da ja sehr unterschiedliche Ergebnisse bei den Lehrern, bei den Polizistinnen und Polizisten, aber auch in den Regionen. Und da müssen wir, und das ist mein dringender Appell an die betroffenen Bewohner und Bewohnerinnen jener Bundesländer, die jetzt am Wochenende diese Massentestungen durchführen, in ihrem Gebiet, in ihrer Region, diese Chance zu nutzen. Ich habe mir gestern gedacht, wir waren auch am Freitag in der Stadthalle und haben uns dort die Organisation angesehen. Es ist perfekt organisiert. Es ist großartig vorbereitet. Es wird großartig umgesetzt. Also ganz großes Kompliment allen, die daran einen Anteil haben, von den Soldatinnen bis zu den Exekutivbeamten, bis hin zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, den vielfach Freiwilligen der Blaulichtorganisationen, der freiwilligen Hilfsorganisationen. Das ist eine tolle, hervorragend umgesetzte Möglichkeit, eine Chance, ein Angebot für jeden Einzelnen. Und jetzt sehe ich das Faktum. Wir haben in den letzten Wochen jeweils rund 100 Todesfälle gehabt in Österreich. Und da muss es uns doch eine halbe Stunde Zeit wert sein, dass wir diese Möglichkeit nützen und diese Testung durchführen. Jeder Einzelne, der hingeht, ist ein Beitrag, weil wir damit einfach eine Bestandsaufnahme des Status quo machen. Wir gehen sehr professionell vor bei diesen Massentestungen, indem wir die Risiken, die durchaus auch mit Massentestungen verbunden sein können, gezielt vermeiden. Wir machen sehr bewusst eine Nachtestung mit einem PCR-Test von jedem und jeder, der oder die positiv mit einem Antigentest getestet wurde. Damit reduzieren wir drastisch das Risiko falsch positiver Ergebnisse. Und wir kommunizieren sehr, sehr eindeutig und offensiv. Und meine Bitte ist, das auch zu tun. Das Faktum, dass ein negatives Testergebnis absolut kein Freibrief für eine Verhaltensveränderung, für eine Leichtfertigkeit ist, sondern das ist ausschließlich eine Bestandsaufnahme des Testtags.
morgigen Tag kann es schon völlig anders ausschauen. Das heißt, auf der sicheren Seite bleiben. Es ist kein Freibrief für irgendetwas, sondern es ist ein Auszug der Wirklichkeit an diesem Tag, an dem ich testen gewesen bin. Auf mich wartet jetzt dann am Nachmittag mein nächster Test und ich hoffe sehr, dass ich da wieder negativ sein werde. Das ist immer eine Erleichterung, ist so, geht mir immer so und gleichzeitig absolut kein Anlass für eine Verhaltensänderung. Konsequent bleiben, vorsichtig bleiben, dann ist man auf der richtigen Seite. Also wirklich der dringende Appell, dass möglichst jeder und jede am Wochenende in den betroffenen Bundesländern zum Testen geht. Wir brauchen da eine möglichst breite Beteiligung. Das ist für die Eingrenzung und Begrenzung der Pandemie gerade jetzt am Beginn dieser sehr wichtigen, vielleicht der wichtigsten 4 Wochen in der Pandemiebekämpfung ganz entscheidend. Wir brauchen Sie, wir brauchen Ihr Engagement, wir brauchen Ihr Mitmachen in dieser Phase, damit wir möglichst einen großen Erfolg haben und nicht nur einige wenige Bevölkerungsgruppen, einen Teil der Gesamtbevölkerung bei diesen Testungen sehen. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister, Herr Innenminister Karl Nehammer, bitteschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, festzustellen ist, dass wir gemeinsam mit den Österreicherinnen und Österreichern und den Menschen, die in Österreich leben, schon auch viel geschafft haben jetzt nach diesem Lockdown. Und gleichzeitig wird sichtbar, dass wir keinesfalls lockerlassen dürfen. Was meine ich damit? Die Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr abends bis 6 Uhr früh sind keine Empfehlung, sondern Verpflichtung. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann werden sie dementsprechend von der Polizei kontrolliert. Das ist kein Selbstzweck und kein unnötiges Quälen. Ganz im Gegenteil, sowohl der Gesundheitsminister als auch ich, der Vizekanzler, der Bundeskanzler, die gesamte Bundesregierung haben größtes Verständnis dafür, dass die Menschen belastet sind, dass es ihnen mühsam ist und dass es ihnen massiv auf die Nerven geht, diese Einschränkungen. Es geht uns allen gleich und gleichzeitig zeigen die Zahlen zwar einen positiven Trend, aber sie sind noch immer zu hoch. Der Gesundheitsminister hat schon angesprochen, wie sehr die Intensivkapazitäten in den Spitälern belastet sind. Und was heißt das? Leid für die Patientinnen und Patienten, aber vor allem auch unglaubliche Herausforderungen für die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die in diesem Bereich eingesetzt sind. Das heißt, wir müssen nach wie vor alles dafür tun, damit die Zahlen weiter sinken. Das heißt, Abstand halten. Das heißt, Handhygiene halten. Das heißt, den Mund-Nasen-Schutz tragen. Und ja, ich weiß, ich habe das schon unzählige Mal gemeinsam mit dem Gesundheitsminister wiederholt. Und es ist dennoch notwendig, es zu tun. Vor allem, wenn wir uns gemeinsam daran halten, haben wir eine Chance, Infektionsketten zu durchbrechen. Und ja, die Zahlen der Testungen bisher sind gut, aber bei Weitem noch nicht gut genug. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Menschen, die in Österreich leben, nutzen Sie die Gelegenheit, sich testen zu lassen. Ein Test ist viel besser als ein weiterer Lockdown, der notwendig wird, wenn die Infektionszahlen wieder dramatisch steigen. Ein Test ist viel besser, als den Arbeitsplatz zu verlieren oder weiter in Kurzarbeit bleiben zu müssen, weil wir nach wie vor nicht weitere Öffnungsschritte setzen können, weil die Infektionszahlen so groß sind. Ein Test, sehr geehrte Damen und Herren, ist viel besser, als noch ewig darauf zu warten, seine Freundinnen und Freunde so treffen zu können, wie wir es alle einmal gewohnt waren. Das Testen ist auch da kein Selbstzweck. Es ist jetzt unser gemeinsamer Auftrag, durch so starke Zahlen als möglich in den Testergebnissen, dass wir eine Chance haben, Infektionsketten zu durchbrechen. Von den Tausenden, von denen der Gesundheitsminister gesprochen hat, die durch den Test selbst festgestellt haben, dass sie infektiös sind, die können jetzt den Grundsatz verwirklichen, schau auf dich, schau auf mich, damit die Ausbreitung der Krankheit unter Kontrolle geht. Und es braucht eine Versachlichung der Diskussion. Erinnern Sie sich an das Aufschreien der Opposition, als wir den Lockdown beschlossen haben, und vor allem auch an den Aufschrei, dass die Schulen geschlossen haben. Wenn wir jetzt Richtung Bundesrepublik Deutschland blicken, wo noch viel härtere Maßnahmen diskutiert werden, wo der Experte Drosten sogar empfiehlt, die Schulschließung und das alles bei weniger Fällen als in Österreich. Das heißt, niemand macht es sich in dieser Bundesregierung leicht,
Maßnahmen gemeinsam mit dem Parlament zu beschließen. Aber es braucht auch diesen Schulterschluss in der Politik, das genaue Hinschauen der Opposition und das versachlichte Diskutieren und nicht das Panikverbreiten, wenn es darum geht, Maßnahmen gemeinsam umzusetzen und so mitzutragen. Und dass die Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich gespürt haben, wie wichtig es ist, auch nach dem Lockdown, nach dem totalen Lockdown, vorsichtig zu sein, hat der 7. und der 8. bewiesen. Sie kennen, die Befürchtungen waren groß, dass es zu Masseneinkäufen kommt, dass es große Schlangen gibt bei den Geschäften und dass damit der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann und Infektionsketten wieder wahrscheinlich werden. Und das Gegenteil war der Fall. Von meiner Seite aus, vom Gesundheitsminister, vom Bundeskanzler, Vizekanzler, ein großes Danke an die Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die in Österreich leben, an die Polizistinnen und Polizisten, die das auch überwacht haben, dass die Maßnahmen so gut umgesetzt worden sind. Dass man eben nicht versucht hat, gleich alles an dem einen Tag, der jetzt wieder zur Verfügung gestanden ist, zu kaufen, sondern geglaubt hat auch daran, dass es noch viele Tage geben wird, wo Geschäfte offen sind. Nur auch da gilt, wenn wir es nicht schaffen, die Testrate zu erhöhen, wenn wir es nicht schaffen, Gewissheit zu erlangen, wer positiv ist, wer negativ, wenn wir also nicht aufeinander schauen können, weil uns das Wissen fehlt, dann wird es wieder notwendig sein, drastischere Maßnahmen zu setzen. Und das kann nicht unser gemeinsames Ziel sein. Daher mein dringender Appell, nützen Sie das Testangebot, nützen Sie es noch in Wien, in der Bundeshauptstadt, da geht es noch bis diesen Sonntag. In den Bundesländern finden Sie die Zeiten bei österreichtestet.at. Nehmen Sie die Gelegenheiten in Anspruch, denn jetzt kommt es drauf an. Es ist wirklich jetzt in unseren gemeinsamen Händen dafür zu sorgen, dass der nächste Lockdown nicht wahrscheinlich wird. Dass wir gemeinsam darauf achten, Infektionsketten zu durchbrechen. Genauso macht es auch die Polizei. Wir haben über 100 Teststraßen in Betrieb. Seit 2 Tagen wird getestet. Heute ist schon der 3. Tag. Die Beteiligung ist gut und groß. Und ich hoffe auch, dass es weiterhin so bleibt. Wie auch bei der Polizei ist es freiwillig. Aber auch da gilt es eben, diesen sichtbaren Beweis anzutreten, dass man aufeinander schaut und dass dieses Aufeinander aufpassen so wichtig ist. Ein großes Danke an alle, die für die Organisation verantwortlich sind. Und der Gesundheitsminister hat schon angesprochen, und ich kann mich dem nur anschließen, in so harten Zeiten wie diesen kann man in Wahrheit gar nicht genug Danke sagen. Den Pflegerinnen und Pflegern in den Betreuungseinrichtungen, dem Gesundheitspersonal, der Polizei, den Soldatinnen und Soldaten, die ihren Dienst leisten, dem Team Österreich, das unterstützend dabei einwirkt, wenn es darum geht, dass die Testungen gut funktionieren. Wenn es das Rote Kreuz nicht gäbe oder den Arbeiter-Samariter-Bund, wäre das alles in dieser Form so nicht möglich. Auch vieles getragen durch Ehrenamt. Und weil man es wieder erwähnen muss, und der Gesundheitsminister und ich, wir uns tatsächlich davon überzeugt haben, persönlich, ein großes Danke und großer Respekt gegenüber dem österreichischen Bundesheer, der Verteidigungsministerin, allen, die daran mitgewirkt haben, in welcher Professionalität hier gearbeitet wird, damit eben Testen einfach und unkompliziert ist. Und nochmals der Appell, wer testet, sorgt für Sicherheit und leistet einen Beitrag dazu, dass wir zur Normalität zurückkehren können. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragenteil und laden Sie ein, Fragen zu stellen. Erste Frage, Zeit im Bild, die Frau Claudia Dannhauser, bitte. Der Innenminister hat es ja jetzt schon angesprochen. Während Österreich gewisse Lockerungen eingeführt hat, denkt Deutschland an einen viel schärferen Lockdown, obwohl sie wesentlich weniger Infiziertenzahlen und Todesfälle haben als Österreich, vor allem auch an Schulschließungen. Ist da in Österreich nach wie vor nichts anderes angedacht? Und der Innenminister hat zwar gemeint, so quasi die Opposition sei aufgefordert, aber prinzipiell muss das ja von der Regierung auskommen. Also schlicht noch einmal die Frage, ist da etwas angedacht, dass man vor Weihnachten einen härteren Lockdown wieder einführt, dass man die Schulen früher schließt? Und wenn, wann gibt es da Konkreteres? Danke. Unser Ziel ist, all das zu vermeiden. Das ist das erklärte Ziel. Und was müssen wir dafür tun? Wir müssen einerseits sehr, sehr tagesaktuell punktgenau kontrollieren,
wie sich die reale Situation der Neuinfektionen entwickelt, nicht in der Statistik zwei Wochen später, sondern möglichst genau. Und da sind die Testungen natürlich die ideale Aussage, weil da erfahre ich punktgenau am selben Tag, wie sich die Situation, wie sich die Zahl der Neuinfektionen entwickelt. Von daher ganz wichtig, etwa jetzt in den nächsten Tagen zu sehen, was sind tatsächlich die Entwicklungen der Positivrate bei den Testungen der Polizistinnen. Ganz wichtig, am nächsten Wochenende zu sehen, bei diesem ganz großen Sample, wie stark verändern sich die Positivraten bei der breiten Bevölkerung und bei ihrer Testung. Das ist ein wesentlicher Bereich. Das zweite, wo wir sehr genau dran sind und punktgenau dran sind, das ist unser sogenanntes Sentinel-System. Das Sentinel-System, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ist ein sehr, sehr tolles System, das österreichweit aufgebaut ist, wo niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, rund 250 in ganz Österreich verteilt, die Menschen, die mit respiratorischen Erkrankungen zu ihnen kommen, bei denen Abstriche nehmen und dann auswerten, ob sie Covid haben oder ob es andere Infektionserkrankungen sind. Und diese Anteilsentwicklung ist für uns ein sehr, sehr guter Indikator. Das ist das Zweite, worauf wir schauen. Und das Dritte sind eben die Ergebnisse der Zielgruppentests in allen Bereichen, die wir ja laufend zusätzlich machen. Wir machen ja nicht nur unter Anführungszeichen die Massentests, sondern sind ja mit sehr, sehr großen Zahlen tagtäglich bei symptomatischen Personen und bei asymptomatischen im Zielgruppenscreening unterwegs. Das heißt, das ist einmal das wichtigste Programm überhaupt, sehr präzise zu beobachten und zu kontrollieren. Und jetzt haben wir einmal die Situation, dass die Dynamik weiter nach unten geht. Aber es muss jeden Tag überprüft werden, dass wir keine Trendwende kriegen, dass es nicht kippt wieder. Das ist das Entscheidende. Ich bin mit den Kollegen in Deutschland, gerade gestern auch mit dem Gesundheitsminister, in einem sehr guten Kontakt. Das, was die Kollegen in Deutschland fürchten, das ist die Situation, dass es eine sehr stagnierende Situation in Deutschland gibt, was die Werte betrifft. Da habe ich doch etwas dazu. Deutschland ist sehr, sehr gut unterwegs gewesen, sehr stabil unterwegs gewesen, sehr, sehr ausgeglichen unterwegs gewesen, aber kriegt dieses Plateau nicht nach unten. Das ist das Thema in Deutschland. Und auch unsere Erfahrung hat ja gezeigt, dass man sehr rasch wieder Entwicklungen nach oben haben kann und das in einer sehr schnellen Dynamik. Wir haben jetzt eine gute Situation, weil unsere Werte, das sind die dunkelblauen hier, deutlich nach unten gehen. Und die Kontrolle ist jetzt das Wichtigste und deswegen die Massentestungen so wichtig, weil das sozusagen wie das Pulsmessen ist tagtäglich, wo ich verifizieren kann, funktioniert dieser Trend nach unten weiter oder gibt es eine Gegentrendentwicklung, und das gilt als primäre Kontrolltätigkeit derzeit umzusetzen. Austria Presseagentur, Herr Hammer, bitteschön. Zum Thema Tests hätte ich eine Frage, Herr Minister. Ist jetzt schon fix, wann es eine zweite Welle an Massentests geben soll? Weil es ist, oder hat man sich von diesem Thema schon verabschiedet? Wäre die Frage 1. Frage 2, zwei Verordnungen stehen aus, nämlich die zu Einreisebeschränkungen und die andere für Weihnachten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wann werden die kommen? Unsere Rechtsabteilung, um die zweite Frage gleich zu beantworten, arbeitet sehr, sehr intensiv an diesen Bereichen. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall die Frage der Einreiseverordnung im Lauf dieser Woche, in den nächsten zwei, drei Tagen am Tisch haben werden und wir dann rasch in die Rechtskräftigkeit gehen können. Das ist der eine Punkt. Die Weihnachtsfrage werden wir noch ein bisschen beobachten, wie sich die Trendsituation entwickelt und uns auch mit Nachbarländern gut abstimmen in dem Zusammenhang. Das ist der zweite Punkt. Und die erste Frage von Ihnen war die Frage nach den Testungen. Wie war sie genau? Helfen Sie mir noch einmal. Die zweite Welle, genau. Also fix ist, wir haben verbindlich von Beginn an ja vorgehabt, dass wir eine zweite Welle machen werden. Auch das ist ja wichtig, um gut mit diesem Instrument der Massentestungen umzugehen, sie zu wiederholen. Und die konkrete Terminverankerung wollen wir mit den Bundesländern gemeinsam machen. Im Lauf dieser Woche ist das Ziel, dass wir das fix definieren miteinander. Sinn macht es, unmittelbar nach den Feiertagen zu machen. Aber der ganz konkrete Termin wird mit den LHs gemeinsam fixiert. Noch eine Ergänzung
Das Entscheidende ist jetzt, dass wir jetzt bitte testen, bei all dem Anspruch, der noch da ist. Und weil der ORF das vorher auch mitgenommen hat, wir als Regierung werden unserer Verantwortung gerecht. Und genauso braucht es das Zusammenspiel gemeinsam mit dem Parlament. Das Parlament besteht ja nicht nur aus den Regierungsparteien, sondern eben auch aus den Oppositionsparteien. Und es ist wichtig, in einer Krise, und die Krise ist noch nicht überwunden, dass man den Schulterschluss sucht und dass man vor allem auf Sachlichkeit in der Diskussion setzt, wenn es darum geht, eine Pandemie zu bekämpfen und bestmögliche Maßnahmen zu setzen. Aber das Allerwichtigste ist jetzt tatsächlich, dass wir das Testangebot, das jetzt noch besteht, so wie in Wien bis zum Sonntag, bitte nutzen und in den anderen Bundesländern genauso, damit wir eine hohe Testrate in der Bevölkerung erreichen, damit es mehr Sicherheit gibt. Danke, Frau Hüttner von Servus TV, bitte. Tirol liegen jetzt die ersten Daten vor. Etwa ein Drittel hat da mitgemacht bei den Tests. Ist das eine Beteiligung, mit der Sie zufrieden sind? Wie viel hätten Sie sich da erhofft? Und meine zweite Frage. In der Slowakei hat es Massentests gegeben. Jetzt steht das Land vor einem neuerlichen Lockdown. Also wie geeignet ist dieses Konzept der Massentests, um das Virus in den Griff zu bekommen? Und dann, Herr Nehammer, eine Frage noch an Sie. Der Gesundheitsminister hat angesprochen, Feiertage sind Risikofaktoren. Man muss schauen, wie man das vereinbaren kann, auch mehr Kontrollmöglichkeiten. Was ist da konkret angedacht? Also vielleicht zum ersten Punkt, was die Slowakei betrifft. Die Slowakei steht, wenn Sie wieder hier die Vergleichszahlen europaweit sehen, ist die Slowakei diese hellblaue Kurve. Und Sie sehen, dass die Slowakei es relativ sehr gut unter Kontrolle gehalten hat, hat aber jetzt zuletzt wieder steigende Tendenz gehabt und will jetzt offensichtlich, ich kenne auch nur die Medienmeldungen, habe noch keinen direkten Kontakt gehabt, hier noch einmal mit einem Lockdown reagieren, um diese zunehmende Tendenz möglichst früh auch wieder abzuflachen. Ich kenne aber den Inhalt noch nicht, wie dieser Lockdown tatsächlich aussehen wird, denn man muss schon ganz ehrlich sehen, unter der Überschrift Lockdown sind sehr unterschiedliche Vorgangsweisen derzeit in ganz Europa da. Also wir haben jetzt noch strengere Regelungen als so manche, die sagen, wir werden in die und die Richtung die Regelung verschärfen. Aber natürlich ist nie ein Instrument das alleinige Mittel, das uns von allen Sorgen befreit. Aber es ist, wenn man diese risikoreduzierenden Zusatzmaßnahmen verankert, wie die Zweittestung durchzuführen mit dem PCR-Test oder eine klare Kommunikation zur Verhinderung einer falschen Sicherheitslage oder eines falschen Sicherheitsgefühls zu verwirklichen, dann ist der Massentest einfach insofern eine gute Gelegenheit, als er in zwei Richtungen wirkt. Einerseits, und das ist ja für jeden Einzelnen auch positiv, also ich habe viele, viele Leute gestern zum Beispiel auch wieder gesehen, die nach dem Testen erleichtert gewesen sind und gesagt haben, hey, das ist eigentlich eine klasse Geschichte, aber ich bleibe dabei, ich bleibe vorsichtig, ich werde nicht leichtsinnig. Für uns ist es ein wichtiges Messinstrument sozusagen, dass wir wissen, wie schaut die Dunkelziffer tatsächlich aus, wie entwickeln wir uns in dem Bereich, wie entwickeln sich die Gesamtindikatoren und geht die Gesamtinfektionszahl nach unten oder haben wir hier wieder eine Trendwende zu verzeichnen. Und das Allerentscheidendste beim Verifizieren der Sinnhaftigkeit eines derartigen Massentests ist immer die Zahl der Neuinfizierten, die ich aus diesem Infektionszyklus heraushole. Und wie gesagt, das waren bisher über 2000 Menschen und 2000 Menschen, die nicht erkennen würden sonst, dass sie Träger sind und ansteckend sein könnten, muss nicht sein, aber könnten, das ist ein absoluter Gewinn, diese 2000 Menschen nicht mehr im Infektionszyklus zu haben, sondern ihnen zu ermöglichen, dass sie, wie der Innenminister formuliert hat, einen Beitrag leisten können, indem sie selbst in Quarantäne sich befinden für diese Zeit von 10 Tagen. Von daher glaube ich, es ist ein wichtiges Zusatzinstrument, das aber andere Instrumente nicht ersetzt. Ja, zum einen hat der Gesundheitsminister darauf Bezug genommen, dass wir ja wissen, dass die meisten Infektionen innerhalb des privaten Raums stattfinden. Das heißt, es braucht hier da auch die Vorsicht, die wir ja schon über Wochen und mittlerweile Monate mit einfordern, dass das, was im öffentlichen Raum gilt, auch privat zu Hause gelebt wird. Das ist eine Herausforderung, das ist mühsam, das ist schwierig, aber es ist nach wie vor wichtig. Und zum anderen, auch hier gilt, wer jetzt testet, schafft Sicherheit. Er schafft Sicherheit für sich selbst,
Er leistet einen Beitrag, sie leistet einen Beitrag dazu, dass wir eben keinen weiteren Lockdown brauchen, dass wir mit den Maßnahmen, mit den Lockerungen voranschreiten können. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn die Infektionszahlen wieder dramatisch ansteigen. Und es wurde hier schon oft besprochen, aber man kann es, glaube ich, gar nicht oft genug erwähnen, das große Problem und die Herausforderung besteht ja für die Menschen, die infiziert sind, aber keine Symptome haben, die das gar nicht wissen, dass sie andere anstecken können. Und das Testen gibt damit Sicherheit und hilft einfach damit, Infektionsketten zu vermeiden. Und ich finde, das Testen ist so, wir nennen es zwar Massentest oder Massentest für alle, aber gleichzeitig ist es ganz individuell. Jeder kann einen Beitrag leisten zur Sicherheit in diesem Land für andere, auf den anderen schauen, was uns so seit März, April so besonders wichtig ist mit dem Schau auf dich, das mache ich durch das Testen, dann schaust du auch auf mich. Denn wenn ich infiziert bin und asymptomatisch bin, dann weiß ich es und kann die notwendigen Maßnahmen treffen. Darüber hinaus gibt es einen Maßnahmenmix. Wir haben auch die strengeren Einreisebestimmungen, dann, wenn man aus Hochrisikogebieten einreist, betreffende Quarantänemaßnahmen. All das gibt es, um dieses Infektionsgeschehen, um die Infektionsketten zu durchbrechen. Aber es braucht vor allem jetzt diese Geschlossenheit, das Testprogramm in Anspruch zu nehmen. Danke. ATV, Herr Schmidt, bitte. Ja, ich würde gerne an die Frage der Kollegin von Servus dafür anschließen. Also, gibt es jetzt bei Ihnen, Herr Minister, eine Enttäuschung, dass nicht mehr mitgemacht haben? Denn diese 33%, zumindest hört man aus Tirol und Vorarlberg, da sind nicht alle damit zufrieden. Eine zweite Frage, der Innenminister hat es angesprochen, verhindern, dass die Einkaufszentren gestürmt werden. Wird es da von Ihnen eine Initiative geben, vielleicht auch mit einigen Handelsvertretern, dass man vielleicht mit den Rabatten vielleicht ein bisschen zurückfährt? Denn da hat man ja auch vor dem Lockdown gesehen, dass sich da sehr viele Menschen anstellen, wenn es da große Rabatte gibt. Und eine Frage an den Innenminister zum Antiterrorpaket. Wurde da heute etwas eingebracht dazu? Das ganze Paket, Teile davon, da hat man auch gehört, dass es um den Begriff politischer Islam vielleicht noch Verhandlungsnotwendigkeit gibt. Danke. Also ich beginne bei der ersten Frage, Teil 2, das war die Frage nach den Einkaufszentren. Wir haben ja sehr klare Vorgaben und zwar auch verschärfte Vorgaben realisiert, denn Sie haben gelesen, sicherlich in der Verordnung, diese Regel 10 Quadratmeter eine Person, haben die insofern aber verschärft, weil jetzt nur mehr die Verkaufsfläche, die konkrete, gezählt wird. Das heißt, es ist mehr Entspannung als vorher und deswegen geht es darum, dass diese Regeln, dass diese Vorgaben eingehalten werden, Punkt 1. Da habe ich eigentlich keine gegenteilige Schilderung bisher gekriegt. Das dürfte funktioniert haben in den letzten 2 Tagen. Und das Zweite ist eben auch unser damaliger Appell in den letzten Tagen immer wieder ja realisiert, jetzt nicht die Einkaufszentren zu stürmen. Und das dürfte offensichtlich, was ich höre, auch gut praktiziert worden sein. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und wir haben diese Klugheit und diese Vernunft der Bevölkerung, die sich gestern und vorgestern gezeigt hat, auch in den nächsten 2 Wochen. So, dann wäre dieser eine Bereich einmal ganz gut umsetzbar. Aber dennoch, natürlich ist ein Ort, wo es zur Vermischung kommt, wo viele Menschen sind, ein Ort, der ein gewisses Risiko auch bedeutet. Zweite Frage, beziehungsweise die erste Frage ist die Zufriedenheit, meine persönliche, mit dem Testergebnis. Ja, wir haben ja unterschiedliche Größenordnungen. Bei den Lehrerinnen sind wir deutlich höher, was ich höre. Bei den Polizistinnen dürften wir auch deutlich höher sein. Im Bereich der Bundesländer sind wir recht unterschiedlich unterwegs. Ich muss sagen, ich bin über jeden, sag's noch einmal, der als Neuinfizierter erkannt wird und aus dem Infektionskreislauf herausgeholt wird, über jeden diesbezüglichen bin ich froh und jeder Einzelne ist da ein Erfolg. Aber ich würde mir schon erhoffen, dass wir mit der Beteiligungszahl weiter steigen. Denn man muss sich das noch einmal vorstellen. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir gekannt haben, was es heißt, wenn man eine dynamische Steigerung hat. Wir haben diesen Teil-Lockdown verhängen müssen. Wir haben den harten Lockdown verhängen müssen. Das ist für viele, viele Bürgerinnen und Bürger eine ganz eklatante Einschränkung ihrer Lebenssituation. Und dann muss man doch bitte die Zeit sich nehmen können, einen perfekt organisierten Prozess einer Testung in Anspruch zu nehmen, wenn es so professionell vorbereitet ist, wenn man nur hingehen braucht. Das ist eine halbe Stunde und diese halbe Stunde ist eine Investition in unsere Zukunft und in unsere Sicherheit. Das heißt, meine ganz, ganz, ganz dringende Bitte noch einmal vorgetragen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, dass wir diese 30% noch deutlich in der einen oder anderen Region steigern.
Nächste Frage. Die polizeilichen Kontrollen bleiben bei den Einkaufszentren und auch bei den Einkaufsstraßen weiterhin aufrecht. Das ist jetzt wichtig, dass man einfach auch zeigt, dass es weiter notwendig ist, sich an diese Beschränkungen für sich selbst sozusagen zu halten. Und vor allem, es gibt genug Geöffnungs- und genug Öffnungstage, um seine Einkäufe zu erledigen. Großes Danke an die Polizistinnen und Polizisten an dieser Stelle, die da jeden Tag im Einsatz stehen und das jetzt schon seit geraumer Zeit, denn das ist alles Dienst, der zusätzlich anfällt, aber der professionell und auch wiederum als Partner für die Bürgerinnen und Bürger abgewickelt wird. Zum Antiterrorpaket, das ist ein sehr intensives. Wie Sie wissen, wir haben uns da auch sehr viele Maßnahmen vorgenommen, die zu mehr Sicherheit in dieser Republik führen sollen. Das heißt, hier braucht es auch eine intensive Vorbereitung. Das sind juristisch komplexe Fragen, die zu lösen sind. Aber wir sind hier auf einem guten Weg. Nein, war aber auch nicht der Plan für heute. Danke. Herr Zaplatnik, Tiroler Tageszeitung. Muss ich da gleich nachfragen? Wie schaut es jetzt aus mit der Diskussion um den politischen Islam? Wird es eine Geschichte, die nur auf eine Religion gemünzt ist? Und die zweite Frage noch einmal zur Corona. Es sind ja doch widersprüchliche Aussagen, die Sie hier machen. Auf der einen Seite sagen Sie, es ist alles schlimm, auf der anderen Seite gibt es den harten Lockdown, der durch einen weichen ersetzt wird. Wann wird man zu Weihnachten, wann wird man erfahren, was jetzt Weihnachten los ist? Also die Regeln für Weihnachten sind wir gerade in der Erarbeitung. Das wird mit Sicherheit bis allerspätestens Mitte nächster Woche fixiert sein. Und noch einmal präzis auf den Punkt gebracht. Ja, dieser harte Lockdown in Österreich wirkt. Ja, aber wir haben gleichzeitig das Risiko in diesen nächsten 4 Wochen, wo wir Situationen haben, durch die Einkaufstage und durch die Feiertage, die von einem gewissen Risiko besetzt sind, das wieder zu einem Problem werden zu lassen. Und deswegen diese ganz präzise Kontrolle Tag für Tag, damit wir hier keine Überraschung in den Feiertagen erleben. Und der dringende Appell, die Massentestungen mitzumachen, weil sie ein guter Gradmesser für uns auch sind, abzutesten, wie schaut die konkrete Infektionslage in der Bevölkerung aus. Kampf gegen den politischen Islam ist kein Kampf gegen eine Religion, sondern gegen antidemokratische Kräfte wie die Muslimbruderschaft, wo wir einen intensiven Schlag geführt haben. Und die Muslimbruderschaft kommt bei den Worten unaggressiv daher und bei ihren Taten mehr als aggressiv, indem sie die Hamas finanziert. Das heißt, die Musliminnen und Muslime, die in Österreich leben, so sehe ich es auch als Innenminister, als meine Verantwortung, ist mein Schutz, sie genau vor solchen Einflussnahmen zu schützen. Denn wir stehen in Österreich für Toleranz und Vielfalt, einer Freiheit, die uns vieles wert ist. Und wir werden sie genau deshalb gegen Extremisten, die wiederum aus dem politischen Islam genährt werden, verteidigen müssen. Und das ist das Ziel. Dankeschön, Herr David Hermann Meng, Ö24. Aber zuletzt war auch zu lesen, dass man eventuell Anreize schaffen will, um mehr Menschen zu den Massentests zu bringen. Ein 50-Euro-Angebot sozusagen. Ist da was dran? Ja, wir warten jetzt einmal die Testserie am Wochenende ab. Dann werden wir in der Bundesregierung evaluieren und uns ansehen, wie sind die konkreten Beteiligungsquoten, können wir damit zufrieden sein oder nicht. Und darauf aufbauend werden wir uns dann sehr rasch, sehr genau überlegen, was braucht es, damit wir eventuell die Beteiligungsquote für die nächste zweite Welle noch deutlich erhöhen. Also offen, mit welchen Maßnahmen, aber wir diskutieren und schauen uns natürlich Maßnahmen an, mit denen man möglicherweise die Testzahlen noch deutlich erhöhen kann. Aber entscheidend ist jetzt einmal, sich auch anzusehen nach dem kommenden Wochenende, in welchen Zielgruppen hatten wir Erfolg, wer hat teilgenommen, sehen wir bestimmte Zielgruppen, die uns noch fehlen und darauf aufbauend muss man dann Maßnahmen setzen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten in der Frage schon genannt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man etwas attraktivieren kann, etc. etc. Das heißt, das ist noch wirklich voll in Diskussion und da gibt es noch keine Vorentscheidungen. Von Puls 4, Herr Patruel, bitte. Eine Frage noch an Sie beide, eine mehr atmosphärische. Es mehren sich jetzt immer mehr die Berichte, dass hinter den Kulissen nicht immer alles rund läuft, dass hart verhandelt wird zwischen den beiden Parteien. Der Herr Hofer sieht schon Neuwahlen herauf am Horizont. Wie ist denn die Stimmung momentan? Ist das immer noch das Beste aus beiden Welten? Wie funktioniert die Zusammenarbeit aktuell?
Ich weiß nicht, welchen Eindruck Sie von uns beiden jetzt gerade haben. Also mein Eindruck ist, der Innenminister und der Gesundheits- und Sozialminister arbeiten gut zusammen. Und mein Eindruck gerade auch nach diesem Ministerrat jetzt ist, dass diese Bundesregierung eine hervorragende Teamarbeit realisiert. Und ich bin manchmal wirklich erstaunt darüber, welche Diskussionen in der Öffentlichkeit da sind und wie man manche Diskussionen und Meinungsäußerungen auch interpretiert. Natürlich sind das zwei Parteien, da haben wir auch nie ein Geheimnis draus gemacht, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und natürlich ist das auch nicht immer so, dass man von Beginn an da eine deckungsgleiche Position hat. Aber wir haben gelernt, sehr konsequent miteinander zu arbeiten, in einem Respekt voreinander zu arbeiten, und das funktioniert. Und das funktioniert nach wie vor gut. Und also, der Herr Hofer ist der Herr Hofer, und da muss ich nichts kommentieren. Also ich kann das nur bestätigen, was der Gesundheitsminister sagt. Wir beide haben uns sehr intensiv kennengelernt bei den Verhandlungen und hätten wahrscheinlich auch nicht und sind davon nicht ausgegangen, dass wir einmal so eng, so vertrauensvoll zusammenarbeiten wie jetzt bei der Bewältigung der Krise. Und das, was der Gesundheitsminister gesagt hat, ist, glaube ich, sogar ganz wesentlich. Eine Koalition ist keine Einheitspartei. Eine Koalition besteht aus zwei Parteien mit unterschiedlichen Zugängen zu Problemen. Das Entscheidende ist, dass man gemeinsam Lösungen findet, einen Diskurs führt und dann eben auch mit diesen Lösungen Gutes dazu beiträgt, wie Österreich sich entwickelt. Genau das streben wir an. Das gelingt uns auch aus meiner Sicht, dass wir diese Lösungen finden, dass es, und das möchte ich auch betonen, aus meiner Sicht sogar notwendig und richtig ist, dass man diskutiert, und dass man drum ringt, wenn es um so schwere Entscheidungen geht wie diese jetzt, auch bei einer Frage der Bekämpfung einer Pandemie, bei der Bekämpfung des Terrorismus, das sind ja tatsächlich schwere gesellschaftspolitische Herausforderungen, dass man sich da auch manchmal mehr Zeit nimmt, um darüber nachzudenken, ob der Lösungsweg der richtige ist. Das zeichnet aus meiner Sicht diese Zusammenarbeit in dieser Regierung sogar aus. Finale Frage, Frau Schmuck, ORF Radio, bitte. Zurückkommen. Viele Österreicher wollen ihre Weihnachtsfeiertage planen. Herr Anschober, Sie haben gesagt, dass die Verordnung kommt diese Woche, was die Einreisebeschränkungen betrifft. Können Sie uns sagen, wo da konkret zum Beispiel Ausnahmen geplant sind von der Quarantäne? Also wenn ich Ihnen jetzt die Ausnahmen erzählen würde, würde ich davon ausgehen, dass die Verordnung schon fertig ist. Sie ist es aber noch nicht und wir werden sie, sobald sie fertig ist, möglichst rasch auch kommunizieren, weil Sie haben völlig recht mit Ihrer Fragestellung. Es ist wichtig, dass die Spielregeln unter Anführungszeichen bekannt sind und die davon Betroffenen gut planen können. Wir sind natürlich auch mit den zuständigen Bundesländern, die an sehr relevanten Grenzen sind. Alle Grenzen sind relevant, aber wir wissen, dass es manche Grenzübergänge und grenznahe Bereiche gibt, wo man sehr intensiv zusammenlebt, auch grenzüberschreitend zusammenlebt, in einem guten Austausch, in einem guten Kontakt. Und ich glaube, wir werden eine gute Regelung insofern finden, als wir eine sehr konsequente Regelung zum Pandemieschutz verwirklichen wollen. Das ist die Priorität. Aber auch klarstellen wollen, dass Menschen, die aus einer Familie kommen, die einen regelmäßigen Kontakt schon vorher zueinander hatten, dass es Paare, Beziehungen etc. möglich ist, auch in diesen Situationen, in denen es schwierig ist und wo es strenge Grenzregelungen gibt, miteinander zum Beispiel Feiertage zu begehen, miteinander sich zu treffen und sich zu sehen, die wollen wir selbstverständlich nicht auseinanderreißen. Damit sind wir durch. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Gesundheitsminister, Herr Innenminister und Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren.